Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, mein Name ist Thorsten Herbst. Ich bin 1973 im schönen Dresden geboren, bin von Hause aus Diplomkaufmann, habe in Dresden und in Liverpool International Business Studies studiert, lange im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation gearbeitet und ich habe die große Ehre, diesen tollen Landesverband seit 2017 im Deutschen Bundestag zu vertreten. Ich bin im Ehrenamt auch Schatzmeister dieses wundervollen Landesverbandes und Mitglied des Bundesvorstandes. Und hier in Döbeln zu sein, liebe Freunde, das ist wirklich toll. Ich glaube, es gab ganz, ganz lange keinen Parteitag. Bernd Wetzig hat das gesagt. Es ist gut, dass wir diesen Parteitag heute auch in Präsenz machen können. Es ist ungewohnt, vor so einem großen Parteitag zu stehen, aber es ist ein tolles Bild. Schön, dass ihr, dass Sie hier alle gekommen sind. Döbeln hat für mich natürlich auch eine emotionale Komponente. Bernd Wetzig hat den Parteitag angesprochen. Damals standen wir nicht auf der Sonnenseite des Lebens, sondern ganz tief im Schatten. Ich glaube, wenn wir Wetten entgegengenommen hätten, niemand hätte mehr geglaubt, dass die FDP in Sachsen jemals ein Comeback schafft. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft mit Teamgeist, mit Engagement, mit Leidenschaft und mit Kampf. Und kämpfen müssen wir heute wieder. Nicht mehr um die Existenz der Partei, glücklicherweise. Aber wir müssen darum kämpfen, dass die Werte, die dieses Land groß gemacht haben, dass diese Werte weiterhin gelten. Wir müssen darum kämpfen, liebe Freunde, dass persönliche Freiheiten, dass Grundrechte nicht Luxusgut sind, sondern dass diese Freiheiten wiederhergestellt werden. Wir müssen kämpfen, dass es Aufstiegschancen für alle gibt und dass das Aufstiegsversprechen nicht mehr auf dem Papier steht. Und wir müssen um die Werte der sozialen Marktwirtschaft kämpfen, denn wir hören viel zu oft Enteignungs- und Umverteilungsfantasien in Berlin. Diese Leute dürfen nicht an die Macht kommen. Das ist auch eine Mission der Freien Demokraten. Seit über einem Jahr hält uns Corona allen Atem. Und das ist auch irgendwo mehr als eine Pandemie, finde ich zumindest. Denn Corona zeigt uns wie ein Brennglas, wo eigentlich die Defizite in unserem Land liegen. Wir taumeln seit einem Jahr durch die Krise. Es begann mit dem Chaos bei der Maskenbeschaffung. Wir haben dysfunktionale Behörden erlebt. Und wir sehen jetzt, ups, es gibt noch nicht mal einen digitalen Impfpass. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es ehrlich gesagt schockierend. Und ich hätte es mir nie vorstellen können, dass die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt heute so blank dasteht. Das Land ist in Teilen ermattet, es ist überbürokratisiert und unterdigitalisiert. Ich glaube, wir brauchen einen echten Kurswechsel, einen Neustart. Wir brauchen Fortschrittsgeist, Machermentalität und Leidenschaft für das Gelingen. Was heißt das? Es heißt zum Beispiel, dass wir mehr Wertschätzung für unsere Wirtschaft brauchen. Es war ja viele Jahre völlig selbstverständlich, dass Unternehmen investieren, dass sie Arbeitsplätze schaffen, die Steuereinnahmen sprudeln, es ist von Jahr zu Jahr mehr geworden. Und das ist jetzt anders. Und in dieser Situation gibt es viele politische Wettbewerber, die ganz klar sagen, wir wollen den Fleißigen, den Tüchtigen, den Leistungsbereiten in diesem Land einen Mühlstein nach dem anderen um den Hals hängen. Ich habe in der letzten Woche mit dem Inhaber eines kleinen, familiengeführten Hotels gesprochen. Der hat mir gesagt, im letzten Jahr habe ich das irgendwie noch alles geschafft. Da habe ich die Zähne zusammengebissen und ich dachte, es kommen bessere Zeiten. Er sagt, jetzt in diesem Jahr bin ich langsam am Ende. Ich muss an meine Altersvorsorge ran. Wenn ich dann frage, wie soll ich denn, ohne dass ich durch staatliche Förderung Unternehmerlohn habe, auch Lebenshaltungskosten finanzieren, da wird gesagt, da kannst du ja dann zum Amt gehen und Grundsicherung beantragen. Ich finde das ehrlich gesagt entwürdigend. Jemand, der Jahre stolz darauf war, dass er keine staatlichen Fördermittel beansprucht hat, dass er privates Geld investiert hat, dass er ins Risiko gegangen ist, wenn man die Leute darauf verweist, dass sie jetzt Grundsicherung beantragen können. Das ist entwürdigend. Hier muss es einen klaren Kurswechsel geben. Und wenn es dieser kleine Lichtblick ist, ich meine, Gott sei Dank sinken die Inzidenzen, aber es muss doch möglich sein, und ich appelliere da wirklich an Landes- und Bundesregierung, dass wir an Pfingsten oder allerspätestens im Juni wenigstens Gastronomie und Hotellerie öffnen können. Ansonsten werden viele dieser Betriebe nämlich keine Rettungsgelder mehr helfen. Und wir brauchen deshalb in der gegenwärtigen Situation eben auch Vorfahrt wieder für Wirtschaftswachstum, einen Bürokratiebelastungsstopp und auch eine Entlastungsperspektive.
Wir ziehen die Karre nur wieder nach oben, wenn es Leute gibt, die mehr arbeiten, die Stunde länger sich anstrengen, die den Euro mehr verdienen, die privat ins Risiko gehen. Diejenigen müssen wir unterstützen. Das ist eine klare Forderung der Freien Demokraten. Als wir 2017 in den Bundestagswahlkampf gegangen sind, hatten wir ein Thema, da haben viele gelächelt. Das war das Thema Digitalisierung. Da haben viele gesagt, das ist ja so ein Modetrend, brauchen wir ja nicht. Heute erleben wir Gesundheitsämter, die nach wie vor faxen, einen offensichtlichen Bundesverfassungsgericht, was auch noch mit Faxgeräten umgeht, wie wir vor wenigen Tagen gelernt haben. Wir können einfachste Behördenanliegen, Autoanmeldung, Wohnungsummeldung immer noch nicht online machen. Und das, was als digitaler Unterricht deklariert wird, ist ganz oft ein Aufgabenzettel als PDF. Man könnte ja satirisch sagen, wir haben eigentlich großes Glück, dass man hier noch keine deutsche Mutante gefunden hat, denn dafür sind die Formulare, die Anträge und der Stempel noch gar nicht erfunden. Aber das ist leider nur Satire. Es ist ja auch nicht die eine App, die fehlt oder die eine Schnittstelle oder das nicht funktionierende Bürgerportal. Ich glaube, in diesem Bereich, liebe Freunde, brauchen wir einen echten digitalen Aufbruch. Wir brauchen eine Revolution im Denken mit einer klaren Digitalagenda, mit einem digitalen Ministerium. Und in jeder Leitungsebene eines Ministeriums muss endlich ein Digitalexperte sitzen. Es gibt viel zu tun, auch was die sozialen Aufstiegschancen in unserem Land betrifft. Und oftmals zeigen wir auch, wie erfolgreich, wie chancenreich ein Land eigentlich ist. Wir diskutieren im Moment im Bundestag über die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz. Dazu kann man so oder so stehen. Mich stört nur eins, dass genau diejenigen, die sagen, wir brauchen das unbedingt, weil wir brauchen mehr Kinderrechte, dass es dieselben Leute sind, die akzeptieren, dass unsere Schulen monatelang geschlossen sind, dass Kinder Wochen ihre Schule nicht von innen sehen und hinten runterfallen, weil Aufgabenzettel sind kein Unterrichtsersatz. Und was das alles an sozialen, an psychologischen, übrigens auch ökonomischen Auswirkungen bedeutet, das werden wir, glaube ich, sehr schmerzhaft in den nächsten Jahren erleben. Dabei ist Bildung immer auch ein liberales Herzensthema, denn es hat was damit zu tun, dass wir eine aufgeklärte, erfolgreiche Gesellschaft haben, dass jeder einzelne Lebenschancen hat und dass das Aufstiegsversprechen wahr wird. Und dieses Versprechen aus unserer Sicht ist ganz klar. Egal, wo du herkommst, in welchem Elternhaus du aufgewachsen bist, die Region, wo du herkommst, wenn du dich anstrengst, kannst du in unserem Land alles werden. Und dafür, meine Damen und Herren, ist beste Bildung nun mal die wichtigste Voraussetzung. Einen letzten inhaltlichen Punkt, den ich ansprechen möchte, ich glaube, der ist ja in unseren Adern ohnehin als Freie Demokraten. Es geht um Grund- und Freiheitsrechte. Ich weiß nicht, ob ihr hättet euch vorstellen können, vor 1,5, 2 Jahren, dass Grundrechte zum Privileg, zum Luxusgut erklärt werden. Dass die Ersten jetzt sagen, ja, diese Einschränkung, das ist ja super, das ist ja schon die Blaupause für die Klimakrise. Und andere argumentieren, Meinungsfreiheit gilt nur so lange, wie man der Meinung der Regierung ist. Es kann sein, dass die Mehrheit der Deutschen das anders sieht als ich, als vielleicht sehr viele von euch. Es kann auch sein, dass einige es ganz für normal finden, dass der Staat uns vorschreibt, wann wir unsere Wohnung verlassen dürfen und wann nicht. Aber ich bin im Herbst 1989 wie viele andere nicht auf die Straße gegangen, dass es wieder einen übergriffigen Staat gibt, der im Handeln Maß und Mitte verliert. Ich nicht. Ich glaube, wir tragen in uns alle das Freiheitsgehen und ich bin stolz, dass wir als Freie Demokraten auch eine freiheitliche Brandmauer sind, die Grundrechte verteidigen. Freiheitsrechte sind keine Schönwetterveranstaltung. Sie sind das Lebenselixier unserer Gesellschaft und das sollten wir laut betonen in diesem Jahr. Wir stehen vor einer hochinteressanten Bundestagswahl. Wenn man sich die Hochrechnungen anschaut, dann ist, oder die Prognosen, ist ganz vieles möglich, ganz viele Farbenspiele. Vor manchen erschauert es mich und euch wahrscheinlich auch. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Wahlkampf ernst nehmen. Gute Umfragen sind noch keine Stimmen. Und wir haben zwei Missionen als Freie Demokraten, die ich sehe. Zum einen, dass wir als sächsische FDP mit einem richtig starken Ergebnis auch zu einer starken FDP
im Bundestag beitragen, hoffentlich mehr als die 80 Mandate, die wir jetzt haben. Und das Zweite ist fast genauso wichtig. Es geht darum, dass wir die Grundlagen schaffen, dass wir viele Mandate hier in Sachsen holen, damit wir auch für die nächste Landtagswahl eine bessere Ausgangschance haben. Und für jemanden, der jetzt 3,5 Jahre im Deutschen Bundestag sitzt, kann ich euch sagen, ja, es ist wichtig, dass man dort einen ordentlichen Job macht. Und dass wir uns als Sachsen übrigens auch nicht blamieren. Ich glaube, das tun wir nicht. Aber ich sage auch, eins ist noch fast wichtiger, nämlich in Sachsen unterwegs zu sein. Hier jeden Termin zu machen, jedes Pressegespräch, jedes Unternehmen, was anfragt, zu besuchen und auch in jeden Ortsverband zu gehen. Das habe ich die letzten 3,5 Jahre gemacht und ich kann euch versprechen, ich werde es auch die nächsten 4 Jahre machen, wenn ihr mir das Vertrauen schenkt. Für uns treten 16 Kandidaten an und Direktkandidaten. Die schlechte Nachricht ist, wahrscheinlich werden es nicht alle 16 schaffen. Also ich würde mir das wünschen, aber ich bin ja auch ein bisschen Realist, nicht nur Optimist. Aber trotzdem, alle 16 müssen kämpfen, liebe Freunde. Alle 13 Kreisverbände müssen kämpfen, alle Mitglieder müssen kämpfen, denn wir haben es schon oft erlebt, dass tausend und weniger Stimmen über ein Mandat mehr oder weniger entscheiden. Und deshalb, liebe Freunde, Wahlkampf ist eine Teamleistung. Wir müssen gemeinsam um das bestmögliche Ergebnis hier in Sachsen kämpfen. Lasst uns mit Optimismus, mit Mut, Leidenschaft in diesen Wahlkampf gehen, aber auch mit Bodenständigkeit und Demut. Es dreht sich nicht alles um die FDP, es dreht sich nicht alles um unsere Mandate. Wir haben eine große Verantwortung für unser Land. Ich bin hochmotiviert, ich habe richtig Lust auf diesen Wahlkampf. Ich möchte mit euch gemeinsam als ein starkes Team für ein starkes Ziel kämpfen, dieses Land freiheitlicher, moderner, chancenreicher zu machen. Dafür würde ich mich freuen, wenn ich als Spitzenkandidat euer Vertrauen bekomme. Ich bitte euch ganz herzlich um unsere Stimme, eure Stimme, nicht unsere, dass wir gemeinsam diesen Wahlkampf erfolgreich für die Freien Demokraten in Deutschland und für die Freien Demokraten in Sachsen gestalten können. Herzlichen Dank.